und konnte die Hilfe in Deutschland zu der Zeit nicht kriegen. Und bin dann auf der Straße gewesen und dann bin ich irgendwann nach London abgehauen, weil ich dachte, vielleicht kann ich da die Hilfe kriegen. Da war ich 2 Jahre auf der Straße und da habe ich die Hilfe dann gekriegt. Aber irgendwann bin ich doch nach Deutschland wiedergekommen, war schon geschieden. Aber die Sachen hier, die Hilfe zu kriegen, ist nicht so leicht. Und weil ich auf der Straße war. Wie war Ihre Jugend? Meine Jugend, ja. Familie nicht so gut gehabt. Meine Mutter ist gestorben, wo ich 7 Jahre alt war. Und dann kam ich zu meiner Stiefmutter. Und die war schlimm. Also Schläge hat man viel gekriegt. Von der Stiefmutter? Ja, Stiefmutter.